Herr Bayer, Sie sagen, bisher wurden die Gelder, die in Unternehmen eigentlich kumulierbar sind, in die Versicherungen geschoben, angelegt, aber die Haftung verblieb im Haus des Unternehmens. Jetzt drehen Sie den Spieß um, das Geld wird im Unternehmen angesammelt und die Haftung geht außer Haus. Dagegen wehren sich ja jetzt die Versicherer mit massiven Argumenten. Wie sehen Sie da diese Lage? Ja, natürlich auch. Liquidität im Haus belassen und Haftung auslagern, wie sich immer sagt, da meine ich schlicht und ergreifend, dass man wirklich für das Unternehmen individuelle Lösungen schafft, saubere Lösungen schafft, individuelle Leistungspläne, individuelle Versorgungsordnungen, individuelle Finanzierungspläne, individuelle auf das Unternehmen abgeschnittene, maßgeschneiderte Lösungen und damit natürlich auch Rechtssicherheit und eine saubere Ausgestaltung erreicht. Herr Bayer, in diesem Zusammenhang wird ganz häufig der Paragraph 89 Versicherungsaufsichtsgesetz genannt. Das scheint ja ein großes Problem zu sein oder zu werden. Was kommt da auf uns zu? Ja, was auf uns zukommt, das kann natürlich ich auch nicht aussagen. Paragraph 89 Versicherungsaufsichtsgesetz ist eine Vorschrift, die soll sich jeder Unternehmer, jeder Versicherte, jeder Makler wirklich mal durchlesen. Es sind genug Beiträge, glaube ich, im Internet und in den Medien zu finden. Paragraph 89 sagt einfach nur, wenn die Geschäftsführung einer Versicherung nicht mehr erlaubt, die Gelder zuverlässig auszuzahlen, dann kann die Versicherung mit Hilfe des BaFin auch die Garantien nach unten setzen, einen Auszahlungsstopp verhängen, sowohl Garantien als auch überhaupt Auszahlung schlichtweg aussetzen. Die Pflicht zur Zahlung, die bleibt, so steht es weiter drin, dadurch unberührt, wie relevant das Ganze ist und wie gefährlich oder wie risikoreich das jeder ist. Ich glaube, das muss jeder Unternehmer selbst entscheiden. Wichtig ist, dass man die Vorschrift kennt und wichtig ist, dass man es wenigstens einmal gehört hat. Was man daraus macht, denke ich, bleibt jedem selbst überlassen. Man braucht nur die Staaten anschauen, man braucht nur die Staatspapiere, man braucht nur unseren Euroraum anschauen. Dann weiß man, wenn man weiß, wie viele Versicherer anlegen müssen, was mit dieser Vorschrift vielleicht gemeint sein könnte. Mit Pflicht zur Zahlung meinen Sie zum Schluss die Fortzahlungspflicht der Versicherungsnehmer, ist das richtig? Das sind die Fortzahlungspflichten der Versicherungsbeiträge, die natürlich ungeachtet von Auszahlungsstopp, ungeachtet von einer Sperre hier weiter entrichtet werden müssen. Im Betriebsrentengesetz steht, dass der Arbeitnehmer auch dann für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen haftet, wenn die Zusage nicht direkt über ihn, sondern zum mittelbar erfolgt, zum Beispiel über eine Direktversicherung, eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder auch eine rückgedeckte Unterstützungskasse. In all diesen Fällen macht arbeitsrechtlich die Zusage immer der Arbeitgeber und immer dafür haftet der Arbeitgeber. Der Wortlaut des 89 VAG sieht dagegen ganz anders aus.